Legen und willkommen zurück zu Let's Play Sailor Moon Another Story. Ich habe mit, wie schon beim bei der letzten Runde gesagt, angefangen ein bisschen Sailor Mars zu leveln. Und die ist jetzt Stufe 19, das ist etwa die Stufe, die auch Sailor Merkur hatte, bis wir voll den Terror geschoben haben. Wir sind in diesem Tempel, der irgendwie nicht von Frauen betreten werden darf, deswegen sind wir nicht alleine. Wir haben einen Dude dabei, der komischerweise wohl so aussieht wie Zeusite, was ein bisschen seltsam ist. Aber okay, in diesem Tempel sind keine Frauen erlaubt. Das hatten wir schon herausgefunden, weil wir von den alten Säcken begrabbelt wurden. Deswegen sind wir jetzt mit unserem Kollegen dabei. Und ich bin mal gespannt, was hier alles auf uns warten wird. Laufen wir doch mal ein bisschen durch die Gegend. Also, hier oben ist ein Kristall und von diesem Kristall geht eine böse Macht aus. Scheinbar. Aber Moment. Ah, guck mal. Irgendwas stimmt doch mit dieser Statue hier nicht. Hm, das ist der hohe Priester. Was zum Teufel? Er ist zu Stein geworden. Wer könnte so etwas getan haben? Es wird sicherlich nicht im Interesse anderer sein, wenn du Jedites Stein findest, oder? Ja, so ist es. Aber die wissen nicht, dass ich hier bin. Wenn sie gemerkt haben, dass du hier bist, wissen sie Bescheid. Aber wer würde jemandem etwas antun, der gar nichts mit all dem zu tun hat? Bist du in Ordnung? Hä? Ja, aber der hohe Priester scheint nicht tot zu sein. Mars, was ist los? Wirst du etwa rot? Ja, es ist nichts. Nun, ist der hohe Priester hier in Sicherheit? Ah, du hast mich auf eine Idee gebracht. Wenn wir die Gedanken des Priesters analysieren, erfahren wir, wie wir ihn zurückverwandeln können. Gemetus Rubin, befreie mich bitte. Ich verstehe. Der Gemetus Rubin. Der Gemetus Rubin befreit ihn. Yay, natürlich. Was? Die Woge des Bösen kam aus diesem Rubin. Der Gemetus Rubin muss ihn zu Stein verwandelt haben. Aha. So heißt dieser Kristall hier. Ah, der Rubin? Er versuchte irgendwas. Oh, der Rubin nimmt Besitz von... Ja, okay. Wir haben jetzt eine Daisojo. Eine zweiköpfige, sechsarmige irgendwas. Okay. Wie dem auch sei, wir wollen gucken, wie wir hier ein bisschen weiterkommen. Versuchen... Boah! Okay, das war ein absolut harter Fight. Ich hätte... Boah! Boah! Alter Verwalter, ich habe nicht damit gerechnet, dass der so krass wird, dieser Kampf. 400 Schaden, was stimmt denn hier nicht? Wir haben es geschafft. Wir haben den Dämon aus dem Gemetzu-Rubin besiegt und die Menschen, die durch ihn gesteuert wurden, sind nun wieder normal. Ihr mögt nun glauben, ihr habt es geschafft, aber... Ah? Was ist das? Wer ist da? Mein Name ist... Nurgle, Nergal, Dings. Ich bin Apsus treue Dienerin und du gehörst zu den Kriegerinnen, die ich töten muss. Warum macht ihr all diese gemeinen Sachen? Wir haben uns selbst getestet beim Wir haben uns selbst getestet, mein Assassin und ich. Sailor Mars. Und nun ist der Test vorbei. Jetzt wird es Zeit für die wahre Vorstellung. Njani! Und wir fangen mit dir an. Farek! Kümmere dich nicht um mich. Kümmere dich lieber um das Mädchen. Aber... Mach schon, ich werde es schon schaffen. Bring sie um. Halt den Mund. Smack. Phobos, Deimos, beschützt Farek.
Was für nervige Raben. Verschwindet! Nein! Nicht meine Raben! Ich nehme diesen Jungen mit. Wenn du ihn zurück willst, komm nach Krita Yuga. Nein, Phobos, Deimos, Farek. Farek? Ah, der Gemetus-Rubin. Explodiert einfach. Nein, er weckt den Hohepriester zu Leben. Hohepriester! Du bist diejenige, die mich befreit hatte, oder? Du hast mich von all den bösen Gedanken befreit. Ich danke dir vielmals. Solltest du jemals etwas benötigen, dann frage mich. Krita Yuga. Wo liegt Krita Yuga? Krita Yuga ist der Name der Ruine, die sich im Norden des Dorfes Yaga befinden. Auch wenn Yaga selbst eine Ruine geworden ist. Das Dorf Krita Yuga war einst ein Ort der Verehrung eines Gottes namens Yedite. Nur dieser bestimmte Ort ist... Moment. Warten Sie einen Moment. Sagten Sie gerade, das Dorf Yaga wurde zu einer Ruine? Das kann nicht sein. Ich war gerade erst dort. Ich muss sofort zurück nach Yaga. Eigentlich liegt das Dorf Yaga schon seit über 50 Jahren in Schutt und Asche. Aber... Planst du nach Krita Yuga zu gehen? Ja, ich muss dorthin. Wenn das so ist, dann nimm das hier. Ich habe eine Münze erhalten. Okay. Was? Seit 50 Jahren in Schutt und Asche? Was hat das zu bedeuten? Das kann doch nicht sein. Haben wir hier irgendwelche neuen... Ist das ein... Nee, wir haben keine neuen Items. Aber... Wait, what? Das kann ja nicht sein. Ich meine, wir sind ja erst... aus Yaga, dem Nachbardorf von diesem hier, gekommen. Von da kam ja auch der Junge herher, der jetzt gerade eben von... der einen... mitgenommen wurde. Okay. Wir machen das hier relativ einfach. Das geht nämlich ziemlich schnell. Die halten nicht mehr als einen Hit aus mittlerweile. Ich habe Sailor Mars einfach zu massiv überpowert. Die natzt hier jetzt alles mit einem Schlag weg. Aber das ist auch ganz gut. Auf die Art und Weise sind zumindest die Bossfights nicht so lang wie das erste Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe. Das war ein Akt, sage ich euch. Alleine die letzte hier, wie hieß sie nicht? Naru, Naga, Noga? Hä? Der Ort ist verwahrlost. Nanu? Tatsache. Das ist ja seltsam. Trockene Brunnen, kaputte Becher, Gläser. Habt ihr nicht gesehen? What the heck? Wie kann das sein, dass dieser Ort verlassen ist? Die Worte des Hohepriesters haben sich bewahrheitet. Das ist wahr. Aber... Gucken wir mal hier rein. Natürlich ist auch hier niemand. Oh. Ältester. Fräulein Mars. Dieses Dorf war nur eine Illusion. Was? Dieses Dorf wurde für dich wiederbelebt. Für mich? Wiederbelebt? War jeder in diesem Dorf ein Geist? Ja, und du, und da du ein lebendiger Mensch bist, haben wir schon befürchtet, dass du so reagierst. War Farek auch ein Geist? Farek ist etwas anders als wir alle. Geh zur nördlichen Höhle. Dort wirst du den Weg finden, den du suchst. Ältester Jäger. Der Älteste ist verschwunden. Moment, was für ein... Da sind zwei Kisten und wir wissen noch, hier drüben... Ah, ich komme nicht an diese Kiste ran. Da ist eine Kiste, ich will die haben. Voll gemein. Aber egal, zwei Kisten haben wir jetzt zumindest. Ich finde einen Rubinarmreif. Und, na toll, da kann ich nicht hin. Was habe ich hier?
ein Rubindiadem. Oh, was für eine böse, traurige Melodie. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das erhöht unsere Stats vollständig. Das heißt, das wird hier auch machen. Jawohl. Oh, alles nur eine Illusion. Das ist echt traurig. Aber gut, wie dem auch sei, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall den Jungen suchen. Tja. Einfach nichts. Na gut. Auf zur Höhle, wo unser Freund gefangen gehalten wird. So, mal gucken, wie viel Schaden wir jetzt hier rauspulvern. Schmeck 500. 500. Okay, die Höhle ist im Norden. Soweit, das wissen wir. Oh, genau. Fun Fact. Phobos und Deimos sind nebenbei, so lustig es klingt, tatsächlich Himmelskörper. Und zwar sind das die beiden Monde vom Mars, die sich nebenbei permanent sich dem Mars nähern und kurz davor sind, also auf den Mars hinabzustürzen. Hinabzustürzen ist ein wenig dahingeredet, weil wirklich hinabstürzen tun die nämlich gar nicht. Oh. Kra! Phobos, es geht dir gut! Kra, kra! Du weißt, wo Farrakh ist? Dann los! Kra! Weil es gibt immer so einen gewissen Bereich, in dem Himmelskörper sozusagen zerrissen werden. Und im Endeffekt werden Phobos und Deimos irgendwann von der Gravitation des Mars zerrissen. Oh, hier sind neue Gegner. Die kenne ich noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir denen auch wenigstens Schaden zufügen. Die Antwort lautet ja. Aber das ist gut. Das heißt, wir sind hier definitiv gut für alles, was kommt, ausgerüstet. Das D-Pad ist immer noch ein bisschen umständlich für mich. Vor allem ist das herrlich, weil ich hier einfach alles angreife und die einfach nur umkippen. Wie viel Erfahrung? 62. Da wäre mir kein Wunder, wenn Sailor Mars demnächst noch ein Level-Up bekommt. Was ist hier oben? Das sieht richtig aus. Wir gehen mal lieber den falschen Weg. Ich möchte... Also, die Kisten sind hier sehr spärlich gesät, sage ich mal. Deswegen würde ich schon ganz gerne sehen, wo hier einige Kisten rumgeistern. Oh, eine Luna-P-Puppe. Eine Luna-P. Das heißt, wir können hier gleich absichern. Kling! Ich finde das sehr lustig, dass ich anscheinend weniger gespeichert habe als beim letzten Mal durchspielen. Ob das gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Aber bisher funktioniert es. Das sieht mir schon wieder... Wenn der Weg lang ist, dann ist der Weg richtig. Deswegen gehe ich lieber einmal den Weg, der falsch aussieht. Weil es könnte halt eben immer wieder sein, dass dann doch irgendwie eine Kiste rumgeistert. Gab es hier zwei Richtungen? Ich weiß einfach nicht, was die da reden. Also das sind auf jeden Fall die japanischen Attacken von Sailor Mars. So viel ist klar. Ich glaube, jetzt bin ich den richtigen Weg gelaufen. Egal. Passt schon. Es wäre ein schlechtes Game Design, wenn, wenn die Entwickler dieses Spiels die Möglichkeit gelassen hätten, dass man nicht wieder hinkommt, wo ein Item zu finden ist. Das ist nebenbei eine Sache, die ich in Final Fantasy XII unglaublich katastrophal finde, dass es tatsächlich eine Stelle gibt, in der man sich eine beste Waffe verbaut, dadurch, dass man eine ganz bestimmte Kiste, die schon ziemlich früh am Anfang des Spiels ist, öffnet und man dann angeblich nicht mehr die Möglichkeit hat, die ultimative Waffe von irgendeinem der Charaktere zu holen. Sowas
fällt für mich persönlich massiv unter schlechtes Game Design. Also entweder hat man die Möglichkeit, immer wieder dorthin zu kommen, sodass man die Inhalte auch wirklich zu 100% spielen kann, weil man läuft ja nicht immer, manchmal möchte man auch einfach nur die Story erleben und denkt sich dann im Nachhinein, oh, das Spiel hat mir so viel Spaß gemacht, ich will das weiterspielen. Und dann auf einmal noch zu sagen, ja nee, hast du verkackt, hier ist ein Dead End, da kommst du nicht mehr ran, bleibst du nicht, mit 100% wird's nichts. Ich glaube, du wirst hier einfach bei, keine Ahnung, 99,8% oder so des Inhalts stehen bleiben. Das finde ich gemein. Sowas ist unfair den Spielern gegenüber und steigert keineswegs den in keiner Art und Weise den Wiederspielwert eines Spiels. Ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Aber das ist so. Das ist so ein absolutes No-Go. Oh. Nanu? Was hast du denn? Was ist los? Kaka! Ist das nicht eine Sackgasse? Des Hohepriesters Münze beginnt zu leuchten. Die Münze benutzen? Nee. Arg, meine Gedanken haben mir einen Streich gespielt. Ich will erstmal hier unten lang. Weil vielleicht finde ich nämlich dann doch noch irgendwas. Und erst dann werde ich die Münze benutzen. Weil bestimmt gibt es da einen Geheimgang. Oder wir laufen jetzt hier einfach ganz gemütlich im Kreis. Das wäre natürlich auch bombastisch geil. Einfach mal im Kreis laufen. Ich glaube, wir laufen hier wirklich im Kreis. Nee, das kann nicht sein. Dann hätten wir schon... Dann wären wir vorher auch schon im Kreis gelaufen. Gucken wir nochmal. Doch, wir sind im Kreis gelaufen. Sehr witzig. Na gut, jetzt haben wir schon einen halben Kreis rum. Dann können wir auch wieder in die andere Richtung laufen. Also jetzt nochmal eine 180-Grad-Wende zu machen, wäre jetzt Schwachsinn. Weil wir sind schon einmal komplett runter und einmal komplett nach links gelaufen. Das heißt, wenn wir jetzt hier lang laufen, dann kommt dann irgendwann wieder Krä, Krä! Und die Münze leuchtet wieder. Smack. Selamas brutzelt die Gegner einfach nur so nieder. So, hier war's. Des Hohepriesters Münze beginnt zu leuchten. Die Münze benutzen? Jo. Ja, diese Münze sollte von Nutzen sein. Nanu? Ein geheimer Gang. Was jetzt? Ah, nun befindet sich dort ein Weg. Nein. Oh. Und das sind wohl die Ruinen, von denen sie gesprochen haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Denn hier sieht's doch sehr runtergekommen und verlassen aus. Und hier sind auch Gegner. Mhm. Oh, sogar neue Gegner. Mal gucken, ob die was aushalten. Nö. Die werden einfach trotzdem mitgeschrotet. Okay, wollen wir einfach den direkten Weg gehen, ohne irgendwelche Umwege? Ich glaube, das mache ich einfach mal. Ich muss ehrlich zugeben, was mir bisher in diesem Spiel gefällt ist, also es hat zwar so einige Plotholes, das hat Sailor Moon aber generell, aber trotz allem, oh guck mal, eine Jedite-Statue. Das ist eine Bronzestatue von Jedite. Also war Jedite hier ein Gott? Es ist schwer zu glauben. Natürlich, Farrakh und Jedite sehen sich ähnlich. Aber es ist zumindest nicht so kitschig wie die Sailor Moon Serie, muss ich sagen. Es hat schon einen gewissen RPG-Charakter. Oh,
dramatische Musik. Ah. Was haben wir hier? Ein Turm, scheinbar. Na gut, dann gehen wir diesen Turm mal hoch. Gucken wir mal, was hier oben stattfindet. Sozusagen der Jedite-Turm. Aha. Möchtest du das Spiel speichern? Ich bin den ganzen Weg hier hochgekommen, garantiert nicht, um einfach eine Pause zu machen. Also weiter im Programm. Hier sind auch bisher noch keine Gegner gekommen. Da ist er. Oder sie. Du bist also heil hierher gekommen. Sailor Mars. Aber du wirst kein Hindernis sein. Uns kann nichts mehr aufhalten. Lass uns kämpfen. Warte einen Moment. Wieso muss ich gegen dich kämpfen? Ich will Farrakh, ich will nur Farrakh. Also aus dem Weg. Du willst also meine Gründe wissen? Nun. Der Grund ist, dass der Gewinner diesen Stein bekommen sollte. Das ist Jedites Stein des Lichts. Ich verstehe. Deswegen bin ich auch in Nepal gewesen. Gut, lass uns beginnen. Warte, geht es Farrakh gut? Ich werde es dir sagen, sobald du verlierst. Gut, dann los. Okay, Nergal versucht hier einen auf böse zu tun. Wollen wir mal gucken. Feuervogel auf mehrere Angriff mit Feuer einzeln. Wir können ja erstmal gucken, wie viel Schaden die Feuerschlange macht und dann gucken, ob wir überlegen sollten, einzeln anzugreifen. Oh, das war daneben. Hier kommt eine Feuerschlange. Nom. Okay, das war schon ganz passabel eigentlich. Wie sieht es mit dem Feuerball aus? Ich meine, das geht ja nur auf einen, aber ich glaube, die Attacke ist nicht so stark. Zwei Hits? Okay. Stufe 19 ist super, um hier einfach mal so durchzulaufen. Merkt euch das mal. Mann, ich hasse eure Kräfte. Also gut, wenn wir uns das nächste Mal sehen, rechne nicht damit, dass du gewinnst. Das nächste Mal werden wir auf jeden Fall die Macht der Sailor-Krieger zerstören. Nächstes Mal. Macht sie jetzt wusch und ist weg? Wer ist das? Wer hat meinen Namen gerufen? Nergal. Ich bin Apsu, die Schamanin. Was willst du von mir? Ich hörte deine Stimme. Ich hörte die Stimme in deinem Herzen. Die Stimme in meinem Herzen? Du wolltest schon immer stark sein, oder etwa nicht? Du hast also schon immer davon geträumt, stärker als die Sailor-Krieger zu sein? Was sagst du da? Ich verstehe, wie du dich fühlst. Und ich habe auch eine Kraft, die so stark ist wie ihre ist. Was sagst du da? Es ist unmöglich, eine solche Kraft zu besitzen. Sag nicht solche Dinge. Es ist eine Macht, die es mit den Sailor-Kriegern aufnehmen kann. Ich kann die Macht, die tief in dir schlummert, erwecken. Durch so eine Macht könnte ich stark werden. Stark werden? Von nun an wirst du stark sein. Schließ dich mir an, wir können die Sailor-Krieger gemeinsam bekämpfen. Die Sailor-Krieger bekämpfen? Du kannst dich durch den Kampf gegen die Sailor-Krieger beweisen. In Ordnung. Ich werde mit dir gehen. Hier, das ist Jedites Stein des Lichts, den ich dem Gewinner versprochen habe. Yay, wir haben den Stein. Schon wieder. Wenn wir uns wieder begegnen, werden wir sehen, wer dann gewinnt. Sailor Mars, du wirst meine Trophäe sein, vergiss das nicht. Halt, wo ist Farrakh? Dieser Mann schläft im Innenraum. Bis dann. Oh. Gua, gua, gua. Okay, achso.
Die beiden Raben sind wieder zusammen. Deimos, ihr seid in Ordnung, das ist gut. Farrek. Hey, wach auf. Bitte, wach auf. Antworte mir, wenn du noch lebst. Antworte mir. Was ist das für ein Ort? Hey, was ist los? Deine Augen sind rot. Idiot, ich war krank vor Sorge um dich. Ich meine, ich wusste nicht, wo du warst. Aber du lebst noch. Ah? Hä? Vergib mir, Mars. Tatsache ist, mein Körper ist nicht real. Meine Seele ist das Einzige, was übrig geblieben ist. Das ist eine Lüge. Wenn das wahr wäre, müsste ich auch ein Geist sein, um dich sehen zu können. Daher glaube ich nichts davon. Du bist kein Geist. Es ist aber so. Du liegst falsch. Das Volk des Jagerdorfs beschützt den Takrakub-Tempel. Im Laufe mehrerer Jahrhunderte kamen alle diese Leute ins Dorf, um zu beten. Deswegen bin ich hier. Um zu beten? Ach, nein, das war sozusagen meine Einladung. Unter denjenigen, die den Tempel beschützen, waren viele Leute aus Krita Yuga. Diese Leute beteten Jedite im Takrakub-Tempel an. Und durch diese Gebete kam ich zu dieser Erscheinung. Also ließen sie dich so aussehen wie Jedite? Es tut mir leid, diese Erinnerungen sind so schmerzhaft. Ich hätte es dir früher sagen sollen. Mars, danke. Ich werde nicht vergessen, was du getan hast. Ich muss gehen. Lebe wohl. Farrek. Idiot. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Wieso hast du es mir erst erzählt, bevor du verschwunden bist? Wieso hast du mich dazu gebracht, dich so zu hassen? Ihr seid da, um mich zu trösten, Phobos, Deimos. Danke sehr. Ray, hast du es geschafft? Hast du schon hier den Stein des Lichts gefunden? Ja, habe ich. Ich habe ihn gefunden. Was ist los? Deine Stimme klingt so anders. Es ist nichts. Ich komme bald nach Japan zurück. Ray, beep. Bunny verhält sich wie immer. Macht sich immer zu Sorgen. Phobos. Deimos. Lasst uns zu den anderen zurückgehen. Lebe wohl, Farrek. Ray hat die Geschichte beendet. Speichern? Ich würde sagen, ja. Und da kriegen wir auch den Spoiler, mit wem wir als nächstes unterwegs sind. Sailor Jupiter! Wunderbärchen. Schling. Und an dieser Stelle dann erstmal eine kleine Pause. Und wir sind es dann wieder, wenn es heißt Let's Play. Sailor Moon. Another Story. Bis gleich, bald demnächst. Also die Leute im Stream sowieso. Bis gleich. Ich bin gleich wieder da.